Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Track to Yomi. Ja, das letzte Mal... Ein kleiner Froschmalz, Entschuldigung. Das letzte Mal ist jetzt gute 5 Monate zurück, dass ich eine Folge hochgeladen habe. Da sind ein paar Sachen in der Zwischenzeit passiert. Nicht zuletzt der Umzug in eine neue Wohnung und die Geburt meines Kindes. so vieles passiert, so viel passiert, jeden Tag Neues. Unglaublich, unglaublich viele Sachen. Aber davon wollen wir uns nicht abhalten lassen, eine wunderschöne Runde in Track to Yomi hinter uns zu bringen. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich nichts mehr weiß von dem Spiel. Ich weiß nur das Letzte noch, woran ich mich erinnere, ist ein sehr interessanten Bug, den wir hatten, wo die Gegner sich nicht entscheiden konnten, ob sie vor- oder zurückgehen wollen. I don't know. Wer bis zum Ende in der letzten Folge geschaut hat, hat es ja mitbekommen. So, nichtsdestotrotz drücken wir mal auf Fortsetzen und schauen mal, was passiert. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wie die Steuerung ist, wie überhaupt irgendwas ist. Und das Spiel ist sehr, sehr laut. Musik, oh Gott. Muss mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Okay. Einmal umschweißen, bitte. Jawohl. Oh, der Wasserfall ist aber auch echt laut. Okay, da blinkt was. Was ist das? Oh, Schuriken. Okay. Ich kann auch nicht... Oh, ja, das... Das Pausenmenü ist sehr, sehr leise. Okay, ja, wie war denn das nochmal? Shift? Nee. Das? Okay. Ah! Okay, Pfeil, Bogen. Okay, ja. Mit links, rechts. Hoch ist ein sehr leises Menü. Oh Gott, ist das leise. Okay. Artefakte, Tagebuch. Oh ja, bitte. Bitte, folge Aiko, suche nach Antworten. Okay. Räusper, mal wieder was vorlesen. Das ist ja schon lange her. So. Okay, genug rumgealbert. Ich weiß weder genau, wo ich mich befinde, noch wie ich hierher gelangt bin. Es gab einen Kampf. Ein Mann mit dem Gesicht eines Dämons. Wo ist der jetzt? Und Aiko, habe ich sie nicht gesehen? Warum hat sie nicht auf mich gewartet? Ich muss sie wiederfinden. Wo auch immer ich hier sein mag, eines weiß ich, es ist ein verwünschter Ort. Ein Pesthauch verzerrt Geist und Körper derer, die hier wohnen. Aiko ist nicht unter ihnen, den Kami sei Dank. Sie wartet auf mich ein Stück voraus. Die Infizierten heulen in verzweifeltem, rasendem Hunger. Sie schlagen ihre Klauen in mein Fleisch, taub für meine Worte. Alles, was ich ihnen bieten kann, ist die Gnade eines schnellen Todes. Vielleicht kann ich ihnen Hilfe senden, wenn ich den Weg zurückgefunden habe. Doch vorher muss ich meine Aiko finden. Sie kann mir sagen, wo ich bin. Und auch weshalb. Ah, jo, stimmt ja, der fette Bosskampf. Ja, da war ja was. Fertigkeiten? Ach, du Backe. Ah, ja, nach oben bewegen, leicht über Kopf. Oh Gott, stimmt ja, das war ja schon so sehr, ui. Rollangriff, okay. Leichter Drehangriff, ach, du Backe. Okay, rückwärts. Schmetterschlag, Dreh. Oh Gott. Ja. Blocken. Ach, oh Gott. Blocken und parieren.
Blocken halten. Ah ja, im richtigen Moment drücken, dann pariert man. Okay, Konter. Unmittelbar nach einer erfolgreichen Parade kannst du einen Konter ausführen. Konter stellen einen Teil deiner Gesundheit wieder her und fügen zusätzlichen Schaden zu. Es tut mir leid, Leute. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. RT sind Bushuriken. Okay, ja, wir versuchen es mal. Können wir hier die Treppe... Oh Gott, ist das laut. So laut. Wow. Hä? Ich komme hier nicht weiter. Hä? Oh Gott, wo muss ich hin? Da blinkt was rechts, aber ich weiß nicht, was ich da mache. Oder ist das immer nur so ein Bildartefakt? Ich glaube, das ist so ein Bildfehler. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts für uns. I don't know. Hier lang vielleicht? Du! Boah, ich krieg Gänsehaut. Ich weiß, wir konnten da hoch. Ich weiß gar nicht mehr so recht, wo wir hin müssen und was wir machen müssen. Und von wo wir kommen. Laufe ich in die richtige Richtung? Ich weiß gar nichts mehr. Ein Gesicht. Ich weiß einfach gar nichts mehr, ne? Es tut mir so leid. Oh, doch, an die Szene erinnere ich mich. Alter, 5 Monate her. Und... grau, Gänsehaut. Ich mag ja Insekten so nicht, ne? Aber die Dinger sind echt widerlich. Und dieses Geknackse auch noch und, Okay. Gut. Können wir hier irgendwas machen? Nee, wir können nicht nach oben, wir können nur links, rechts. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Da leuchtet ein Feuer. Was? Da oben. Okay. Da sind wieder diese... geh weg. Boah, die sind so widerlich, diese Dinger, ne? Oh shit. Ah ja, ich konnte ja noch den Tornado machen. Okay. Widerlich! Wenigstens kann ich sie kaputt machen. Ich kann aber nicht springen oder sowas. Okay. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Aber gut. Der Bug ist zumindest nicht mehr da. Die Leute, also die Gegner haben uns ganz normal angegriffen. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin ungefähr. Können mit dem hier reden. Na? Hallo? Bushi-da-to? Koko-ni? Sesshani-wa-gesen. Ikani-shite-kono-yo-na. Wakatte-oru. Washira-mo-mina-michi-on-nakushita. Nanto? Mura-hitotsu-ushinawareta-to-demo-mousu-no-ka? Sou-kamo-shirenu. Moshiku-wa-tada-no-gen-sou-ka? Sonata-no-kotoba-wa-dori-ni-kanawanu. Tanomu. 何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。 Okay, also wirklich geholfen hat der Typ uns jetzt nicht. Ein Speicherpunkt und Leben wiederhergestellt.
Mag ich gerne. Wir gucken uns aber trotzdem hier nochmal irgendwie. Vielleicht gibt es hier nochmal so ein Secret Way, irgendwas. Ich kann hier aber nicht schlagen, nichts machen. Immer noch dieses Geknist. Ah. Okay. Ja, tut mir leid. Nimm einen Bushuriken. Oh Mann, ich weiß gar nichts mehr. Tagebuch aktualisiert. Oh Mann, das ist immer so leise ist hier. Heulen, genau das. Diese anderen Samurai, sie haben etwas Fürchterliches durchgemacht. Vielleicht ist es dem Schrecken, Vielleicht ist es dem Schrecken, der mir widerfahren ist, nur allzu ähnlich. Sie haben mich angegriffen, als ob ich der Schuldige wäre und wollten meine Bitte um Frieden nicht hören. Ich war gezwungen, mich zu verteidigen, verzweifelt, weil es keinen anderen Weg gab. Aiko wird es verstehen. Okay, was ist das? Pfeil und Bogen. Auswählen, fern mit PF. Bestimmte Körperteile des Gegners anvisieren. Ach echt? Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid mit dem ganzen Gehüstel und so. Wie war denn das nochmal mit dem Blocken? Eine Sekunde. Ich muss noch mal kurz gucken. Blocken und parieren. Du kannst im meisten Angriff blocken, indem du Blocken gedrückt hältst. Die meisten Angriffe lassen sich parieren, wenn man im richtigen Moment einen Block ausführt. Den richtigen Moment erkennst du daran, dass die Waffe eines Gegners aufblitzt. Durch die Parade verliert der Gegner für kurze Zeit das Gleichgewicht, was die Möglichkeit hat, einen Konter auszuführen. Konter. Unmittelbar nach einem erfolgreichen Paradeangriff kannst du einen Konter ausführen. Konterstellen. Ah ja, das hatten wir. Platzwechselparade. Auch interessant. Mit vorwärts drücken, dann X. Interessant, okay. Doppelseitiges Blocken. Ah ja, okay, rückwärts. Drehangriff hatten wir schon. Zurück, Shuriken, genau. Oh Gott, schwerer Stoß. Betäubungskombo. Oh Gott, das muss ich mir alles irgendwie wieder aneignen und merken. Na gut, wir versuchen jetzt erstmal weiterzugehen. Alter, mein Leben ist so low. Kann ich nochmal zurück und mich heilen an der Statue? Nee. Okay. Nein. Okay, der ist einfach gestorben vor Hunger. Ich kann aber nicht rein. Was? Was war das? Da oben. Ist hier irgendwas versteckt da unten? Ich kann da runter. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weg ist. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Oh nein! Da war noch ein Weg nach oben. Oh, damn. Hier liegt was. Pfeile. Es geht immer nach... Das ist so widerlich. Das I. Ich kann auch nicht schlagen, nichts machen. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Da ging es runter, hier geht's...
Okay, wenn er hier einen Kommentar gibt, dann gehe ich hier lang. Ich will wissen, was da unten ist. Mist, jetzt habe ich den Weg da oben natürlich verpasst. Ach Mann. Okay. Ein paar Bushuriken. Und Leben. Gesundheit erhöht. Ja, nice. Alter, diese Dinger, die sind so... Uah. Ich krieg jedes Mal Gänsehaut, Alter. Allein die Geräusche. Trotzdem würde ich gerne wissen, was das ist und warum die da nur rumhängen. Und ob wir mit denen auch noch mal... Ach, shit, ich komme da echt nicht hoch. Und ob wir mit denen noch mal... Bekanntschaft machen in... Naja, bewegender Form, sage ich mal. Ist hier irgendwas noch? Nee. Da oben frisst einer irgendwas. I! Sammelgegenstand. Nupepo. Der sieht ein bisschen süß aus, muss ich ehrlich sein. Eine Darstellung eines gesichtslosen, unförmigen Geistes, dessen Geruch auch dem zähesten auf den Magen schlagen kann. Und doch seinem abstoßend schlaffen Äußeren zum Trotz soll sein Fleisch ungewöhnliche Kräfte verleihen, wenn nicht sogar ewige Jugend. Das könnte mir in dem herannahenden Kampf von großem Nutzen sein. Okay, okay. Ah, wir haben ein paar übersehen, leider. Damn. Naja, was haben wir hier? Munitionskapazität. Achso. Ah, okay. Wir sind voll. Was macht der denn da rechts? Ach, ich dachte, der isst irgendwas, der da unten, aber der hockt nur. Okay. Das ist so widerlich. Geh weg. Ey, aua! Den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ja, das war jetzt sehr intelligent. Okay. Das riecht nach Kampf. Hä? Schieß! Warum kann ich nicht schießen? Ich kann nichts machen. Was? Was soll das? Ich habe einen Bug. Ja, toll. Ich kann keinen Bo-Schuriken werfen mehr. Hä? Ich kann auch nicht mehr parieren? Das mit dem Pfeil war ja jetzt ja merkwürdig. Ich konnte nicht. Ich kann keine Pfeile mehr benutzen. Mit RB war das doch, oder? Was ist denn jetzt auf einmal los? Moment, eine Sekunde. Quatsch. Hoch. Fertigkeiten. RT, genau. Der macht nichts, wenn ich RT drücke. Oh Mann, okay, wir warten bis zum nächsten Speicherpunkt. Weil der hat gerade auch den Pfeil nicht abgeschossen. Der hat nichts gemacht. Wie dämlich. Ah, hier, dann können wir gleich kurz nochmal neu laden. Okay, dann machen wir ganz kurz Kontrollpunkt laden. Ja, komm. Ja. Ah, jetzt kann ich auch nicht schlagen. Nicht so schlimm. So. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, jetzt geht's. Okay, jetzt habe ich zwar Pfeile verschwendet, aber egal. Aber wir können ja noch mal kurz, ganz schnell. Geht ja schnell. Okay, Entschuldigung. Ah, das war ja jetzt wirklich ein bisschen blöd. Was mit dem hier? Ja, ja, ist ja gut. Okay. Die da oben machen... Tanzen. Nackt. Was? Vögel. Da liegt was, das will ich haben. Da oben. Da schwebt was. Aiko! Oh. Doko iku? Aiko. Aiko, du musst warten. Loot. Loot ist wichtiger als Aiko. Kann ich da runter? Nee.
Das haben wir jetzt eigentlich aufgehoben. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Was war denn das jetzt? Mist. Egal. Dann gehen wir mal Aiko hinterher. Uchiri! Omae wa uchiri! Was hat der denn da? Ist das eine Schrotflinte? Das ist eine Donnerbüchse. Uzutsu, Fernkampf. Der Uzutsu ist die langsamste, aber stärkste Fernwaffe. Okay. Der Uzutsu ist sehr langsam in der Anwendung, aber seine Schüsse verursachen sehr viel Schaden und können den Körper des Gegners durchschlagen. Okay. Ja gut. Dann wissen wir erstmal Bescheid. Ich muss das ausprobieren. Oh, da liegt was. Wozu zu Munition? Sehr schön. Einmal speichern. Können wir hier irgendwo hin? Nee. Okay.殿、それど、お主が切られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって、我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者は、まやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。 Oh oh. Mann, ich werde rat. Hallo, hallo. Hä? Ah, Mist. Falscher... Oh, nein! Oh, damn! Wir sind tot. Verdammt! Ah, nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Wie war das nochmal? Hier, doppelseitig. Halten. LB. Wenn du von hinten angegriffen wirst, drehst du dich automatisch in die Richtung... Ah, das habe ich gerade gemacht. Na gut. Versuchen wir es einfach nochmal neu. Ah, okay, wir müssen es nicht nochmal neu machen. Hä, der LB funktioniert nicht mehr, oder was? Kurz mal Abstand gewinnen. Morimitsu-dono.
一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。おいおいおい。Ui, ui, ui. Aber erstmal zurückrennen und gucken, ob es hier irgendwas versteckt gibt. Nee, nix. Hui, ui, ui. Ja, da muss man erstmal wieder mit klarkommen. Also muss ich erstmal wieder mit klarkommen. Tut mir leid. Das kriegen wir schon. Tagebuch aktualisiert. Ich mag das, die Tagebücher lesen. Mit eigenen Augen habe ich Morimitsu im Kamikawamura sterben sehen. Und doch hat er irgendwie überlebt. Er hat mich für sein Leid verantwortlich gemacht und dafür, dass ich ihn von dort weggeführt hatte, wo wir am meisten gebraucht worden wären. Aus seinen Worten sprach Wahrheit, aber mich anzugreifen, mich dazu zu zwingen, sein Blut zu vergießen, war entfesselter Wahnsinn. Verzeih mir, mein Freund, Aiko ist nun die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt. Ich habe halt eine Vermutung zu dieser, ich nenne es mal Sequenz hier in... Naja, in Yomi. Wir sind ja irgendwie in Yomi gefühlt, glaube ich. Und ich glaube, wir sind dem wahren Tod nahe. Und, fantasieren uns hier sozusagen was zusammen, währenddessen wir um unser echtes Leben kämpfen. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber naja, mal schauen. Mal schauen.